Uh-huh. Hey, Mr. Nazi. Musst dein Wörtchen mit dir reden, bitte hör mir zu. Yeah. Sieh mich an, was siehst du in mir? Nur ein kleiner Ausländer, der so riecht wie ein Tier. Ein dummer Schlitzauge, ein scheiß Reißfresser. Dem Mann im besten Falle gleich einäschert. Bitte sag's mir, denn ich will wissen, was du denkst. Denn es ist mein Wille, dass du jetzt das Richtige erkennst. Ich stink nämlich gar nicht, ich dusch mich jeden Tag. Man würde stinken, dann blitz ich doch bei den Mädels ab. Und nein, ich will auch nicht nur Reis fressen. Manchmal will ich auch ne Bockwurst in Senfglas reinstecken und dann genüsslich verschlingen. Das hättest du nicht gedacht, siehste, jetzt hab ich in deine Welt etwas nicht gebracht. Ich greif dich nicht an, ich reich dir die Hand. Bitte hör auf meine Worte, saug sie ein wie ein Schwamm. Denn es ist leicht zu sagen, Nazis raus. Doch jeder Mensch kann sich verändern, ich glaub Nazis auch. Und ich sag, hey Mr. Nazi, komm auf meine Party. Stell dir meine Freunde vor, das hier sind Ruß, B und Kati, Thorsten und der Fati. Wir haben denselben Humor. Und wir sagen, hey Mr. Nazi, komm auf meine Party. Ich zeig dir meine Kultur, das hier sind Sushi und Technik, Mangas und Origami. Ich kenn das seit meiner Geburt. Kennst du das Gefühl? Wenn ein Mensch dich verletzt, weil ein Mensch dich verletzt, obwohl du kämpfst bis zuletzt. Oder das Gefühl, wenn dir was Gutes passiert, du für kurze Zeit die Sorgen um die Zukunft verlierst. Oder wenn du verliebt bist, ich brauch es nicht mal selbst zu sagen. Das Gefühl, als könntest du die ganze Welt umarmen. Ich weiß, du kennst es auch, wir sind nicht komplett verschieden. Doch du trittst auf den Mann ein und lässt ihn liegen. Und das Schlimmste daran, er war Familienvater. Und nun herrscht bei ihm zu Hause ein Riesendrama. Die Tochter versteht's nicht und fragt sie jeden Tag: Mama, sag mir doch, warum ist denn der Papa nicht mehr da? Er hat aber versprochen, er kauft mir neue Schwimmflügel und dass wir Picknick machen gehen bei den Windmühlen. Später wird sie verstehen, was das alles heißt. Doch jetzt steht sie nur da und sieht, wie Mama weint. Hey Mr. Nazi, komm auf meine Party. Stell dir meine Freunde vor, das hier sind Ruß, B und Kati, Thorsten und der Fati. Wir haben denselben Humor. Und wir sagen, hey Mr. Nazi, komm auf meine Party. Ich zeig dir meine Kultur. Das hier sind Sushi und Technik, Mangas und Origami. Ich kenn das seit meiner Geburt. Es ist nicht leicht, sich mit Einsamkeit herumzuschlagen. Jeder Mensch will doch Gleichgesinnte um sich haben, oder? Und ehe du dich versiehst, bist du im Freundeskreis, indem man mit dem Finger auf andershäutige Leute zeigt. Und das kann schnell gehen, das ist keine Lüge. Die meisten Menschen haben irgendwo rassistische Züge. Ich sehe rassistische Lehrer und rassistische Hauptmänner, rassistische Deutsche und rassistische Ausländer. Und früher war ich selbst so kleiner Rassist. Und sowas kommt von mir, seht ihr jetzt, wie einfach das ist? Ja, ich weiß, ihr hört mich immer sagen, japse hin und her. Doch im Grunde ist mir das scheißegal, ich bin nur ein netter Kerl. Und jetzt verleih ich diesen Worten meine Kraft. Und so lege ich heute alle meine Vorteile ab. Du sagst, ich seh das mit den Vorteilen viel zu krass. Doch genau die sind der Ursprung für Krieg und Hass. Und wir sagen, hey Mr. Nazi, komm auf meine Party. Stell dir meine Freunde vor, das hier sind Ruß, B und Kati, Thorsten und der Fati. Wir haben denselben Humor. Und wir sagen, hey Mr. Nazi, komm auf meine Party. Ich zeig dir meine Kultur. Das hier sind Sushi und Technik, Mangas und Origami. Ich kenn das seit meiner Geburt.